du möchtest deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin zurück und du kennst die Trennungsursache, nämlich deine Depression, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Also, ich habe dir jetzt mal einen 4-Punkte-Plan mitgegeben, auf was du konkret achten solltest, wenn du in so einer Situation bist. Und das allererste, was für dich ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig, ist, dass du dich von dieser Schuld befreien musst, diesem Gefühl von Schuld und Vorwurf, dass du dafür verantwortlich bist, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin am Ende gegangen ist. Du musst dich davon lösen, das ist nämlich vollkommen falsch. Nicht du trägst die Schuld, er oder sie hatte immer die Wahl zu gehen oder zu bleiben und hat diese Entscheidung getroffen. Und du warst in einer Situation, in der du gar keine andere Wahl hattest. Du hattest eine Depression, das heißt, du warst krank gewesen. Und ich weiß, das tut furchtbar weh und es ist auch belastend, sowas. Wenn ich in einer Beziehung wäre und ich würde diese Frau wirklich lieben, dann gäbe es keine Depression könnte stark genug sein, selbst wenn sie 20 oder 30 Jahre andauert, um mich von diesen Menschen wegzubringen. Ich würde knallhart hinter diesen Menschen stehen. Und wenn ich sie jetzt verlassen würde, dann wäre das mit Sicherheit nicht die Schuld von diesen Menschen, denn dieser Mensch kann vielleicht gar nichts dafür, dass sie jetzt unter einer Depression leidet. Also wer trägt hier tatsächlich die Schuld an der Trennung? Wer trägt tatsächlich die Schuld an der Trennung? Nicht die Depression. Die Depression ist sozusagen nur ein Auslöser, ein Symptom von etwas, was viel tiefer ist. Die Ursache, die tatsächliche Ursache ist, dass dieser Mensch nicht lang genug und stark genug hinter dir geblieben ist und auf dich aufgepasst hat. Und das musst du dir bewusst machen, denn da ist die Schuld zu suchen und nicht bei dir. Das ist das allererste, was für dich ganz wichtig ist, weil du warst in einer sehr, sehr schweren Lebenslage und genau in dieser Lebenslage hat dich ein Mensch verlassen, auf den du eigentlich dich hättest verlassen müssen. Das klingt jetzt nach hoher Erwartung und Anforderung, aber wenn ein Mensch krank ist, solltest du diesen Maßstab in dir selbst haben, dass wenn du krank bist, dass du es verdient hast, einen Menschen zu haben, der für dich da ist in dieser Zeit. Das ist ganz wichtig. Also Punkt 1, befreie dich von diesen Gedanken und diesem Vorwurf, dass du die Schuld daran trägst, dass er oder sie weg ist. Das ist für dich sehr wichtig. Der nächste Punkt ist, dass du auch jetzt die innere Stärke in dir entwickeln solltest, Nein zu sagen. Damit meine ich, wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin jetzt beispielsweise zurückkäme, ja, aus sich heraus, dann würdest du sehr, 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 sehr wahrscheinlich Ja sagen. Und ob dir das so gut tun würde, ist eine ganz andere Frage. Was, wenn die Depression wieder losgeht? Dann ist er oder sie wieder weg. Wie verlässlich ist so eine Beziehung? Und was hält dich in so einer Beziehung? Was ist das, was dich da drinne hält, nachdem so ein Umgang mit dir passiert ist? Das ist das, was du dir wirklich stellen musst als Frage. Was hält dich da drinne? Entwickel die Stärke, diesen Anspruch an dir, eine Liebe zu verdienen, die dich glücklich macht. Und die nicht nur funktioniert, wenn du funktionierst, sondern die einfach funktioniert, weil sie da ist, weil es Liebe ist, so, die im Herzen da ist. Und nicht nur, oh, der ist jetzt gut drauf, hat ein gutes Leben, alles ist schön, okay, da passt. Und sobald du krachen gehst, wirst du verlassen. Leider ist das in unserer Gesellschaft unglaublich oft anzutreffen. Aber es liegt auch daran, dass wir uns eben mit diesen Dingen so schnell zufrieden geben. Wenn wir das nicht tun würden, hätten wir nämlich viel gesündere und glücklichere Beziehungen, weil wir einfach die falschen Ansprüche setzen. Und deswegen nimm das als Learning, was du da hattest, und lerne wirklich in dir mit ganz viel Kraft Nein zu sagen zu so etwas und die Stärke aufzubauen und zu entwickeln, dass du dir zusprechen kannst. Ich habe für mich einen Menschen bedient und eine Beziehung verdient, der immer für mich da ist, auch wenn es mir mal richtig dreckig geht, so, auch wenn ich mal nicht funktioniere. So, und ja, dann geht man halt mal durch die Scheiße und durch eine richtig harte Zeit. So. Aber das ist dann auch irgendwann vorbei und man hat es gepackt. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese innere Einstellung zu entwickeln, dass du dein Herz wirklich schützt, hinter diesem Herzen stehst und darauf aufpasst. So, ebenso solltest du versuchen,
oder dir einprägen, selbst wenn er oder sie jetzt zurückkommen würde und dich wollte, dass deine Selbstliebe wichtiger ist, ja, dass du das in dir fühlst, dass du diese Kraft in dir fühlst, dass du so glücklich bist, dass du diesen Menschen nicht brauchst, erst recht nicht, wenn er dich in so einem Moment verlassen hat. So, das ist mit Selbstliebe gemeint. Die Selbstliebe in dir muss über allem stehen. Du musst ein Leben leben, in dem du so in Liebe bist, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin maximal eine Ergänzung ist. So ein Leben musst du dir aufbauen, für dich selbst. Und wenn du da bist, dann würdest du niemals einen Menschen nochmal reinlassen in dein Leben, der dich in so einer Situation verlassen hat. Das würdest du einfach nicht tun. Deine Selbstliebe würde dir das verbieten, weil du brauchst den Menschen nicht mehr, um dich zu lieben, sondern du brauchst ihn nur noch, oder du brauchst ihn eigentlich überhaupt nicht, es ist eigentlich nur noch, um sozusagen noch zufriedener sein oder noch glücklicher zu sein. Du bist schon total glücklich und wärst maximal noch glücklicher. Und das alles entsteht aus Selbstliebe. So, und wenn du das schulst, dann wirst du diesen Wunsch auch überhaupt nicht mehr haben, weil du dir bewusst wirst, was hat denn das mit Selbstliebe zu tun, wenn ich mich einem Menschen hingebe in einer Beziehung, der mich verlassen hat, als ich eine verdammte Depression hatte. So, das ist fern von Selbstliebe. Ein Mensch, der eine hohe Selbstliebe hat, würde sofort sagen, okay, hier ist jetzt Schicht in Schacht, das ist jetzt zu viel. Und darüber solltest du auf jeden Fall reflektieren. Und ganz wichtig, meist ist es eine Angst, die sich dahinter verbirgt und keine Liebe. Also wenn wir in der Selbstliebe sind und aus dieser Selbstliebe heraus leben, ja, dann sind es meist die richtig guten Beziehungen, die, wo man eben auch durch dick und dünn geht und wo jemand zur Seite steht, auch wenn es mal nicht so gut läuft und wenn du mal nicht funktionierst. Und wenn wir diese Selbstliebe aber nicht haben, sondern eher noch in Ängsten sind, im inneren Kind, der Angst vor Einsamkeit, vor Verlust, der Angst, sich nicht annehmen zu können, oder wir haben noch Sehnsucht nach der Liebe von den Eltern, weil wir zu wenig davon bekommen haben, idealisieren das oder projizieren das in den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, dann entstehen eben diese destruktiven Muster, die dafür sorgen, dass wir das Gegenüber unbedingt brauchen. Es fühlt sich auch an für Liebe, um uns mehr lieben zu können und glücklicher zu sein. Aber eigentlich ist es tatsächlich eine Angst. So ein Angstprogramm, das dazu beiträgt. Vielleicht die Angst vor Einsamkeit. Das ist gut möglich. Er oder sie hat dich verlassen wegen der Depression. Jetzt bist du dieser Angst vor Einsamkeit ausgesetzt. Es fühlt sich an wie Sehnsucht nach diesen Menschen. Aber eigentlich ist es das innere Kind, das nicht nochmal dieses Trauma, verlassen zu werden, durchleben möchte und dass ich diesen starken Impuls bekommt, ich muss ihn oder sie jetzt unbedingt zurückbekommen. Aber wenn du richtig in dein Herz reinhörst, wo ist es denn herzlich, verlassen zu werden, wenn du dich in einer Depression befindest? Nirgends. Und deswegen, du hast eine Beziehung verdient, die dich wirklich glücklich macht und wo es auch das Herz da ist. Weil das Herz, wenn es wirklich liebt, ja, das kann ich dir so sagen, dem ist das vollkommen egal, wie krank du bist, was du hast. Dieser Mensch steht dann voll und ganz hinter dir und würde dich aus dem ganzen Herzen lieben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du Fragen hast, stell sie einfach im Kommentarbereich. Ich antworte meistens innerhalb von 24, 48 Stunden oder sowas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.